Und da wären wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15. Jetzt nach einer längeren Pause geht's nun endlich auch schon weiter. Wobei die Pause war ja gar nicht so lang, war ja nur ein bisschen über eine Woche. Aber das kam mir wirklich so vor. Ich habe nur auf meinem Kanal gesehen: The Crew, The Crew, The Crew. Und kein FIFA mehr. Das soll sich ab heute aber wieder ändern. Wir haben eine Nachricht im Büro. Die Zukunft von Jean-Henrique bei Liverpool. Okay, den müssen wir wohl ausleihen. Das können wir gerne machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Anderson Sterling. Tinio hier. Auf Leihliste setzen. Ja, Kurzleihe. Okay, und ansonsten würde ich sagen, spulen wir die Zeit ein bisschen vor. Ist noch ein bisschen Zeit. Eine weitere Nachricht im Büro, die gucken wir uns jetzt mal an. Transferangebot für Fabio Borini lehnen wir leider ab. Geht nicht. Newcastle kriegt ihn nicht. Tut mir leid. Angebot ablehnen. Angebot senden. Wobei das ja kein Angebot ist, sondern eher ein abgelehntes Angebot, aber egal. Oh, eine Nachricht von einem Spieler haben wir auch. Habe ich ganz übersehen. Machen wir gleich. Transferangebot. Borini, ach Mann. Von Southampton, Mann. Warum wollen die den alle haben? Tut mir leid. Den brauche ich. Malaga. Viel zu wenig. Den brauche ich aber noch, den Borini. Tut mir leid. Die brauche ich alle. Nachrichten von Spielern. Können wir über mein Gehalt sprechen? Der will mehr haben. Der will wirklich mehr haben, der Balotelli, der Italiener. Ist das hier? Ich weiß gar nicht. Wo ist das überhaupt? Verträge, hier. Wo ist er denn, Balotelli? Willst du mehr oder weniger? Er kriegt auch nicht gerade wenig. Okay. Gehaltsbudget. Wir können dir leider nicht mehr geben, tut mir leid. Musst du ein bisschen warten. Jetzt wird mal hier nicht frech. Auf jeden Fall viel hier mit Transfers zu tun. Haben wir viel zu tun. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, ich habe das schon gesagt. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, wird Steven Gerrard Liverpool am Ende der Saison verlassen und in Richtung Amerika abdüsen. Und wir holen uns jetzt schon die passende Reserve für ihn. Und zwar wollte ich gerne den Leon Goretzka von Schalke holen, weil ich finde, er ist wirklich nicht schlecht für sein Alter auf jeden Fall. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Auf jeden Fall, wir müssen viel, wie schon gesagt, viel mehr Transfers haben wir jetzt zu tun. Okay, da müssen wir mehr. Da muss mehr her. Schalke hat sich aber, glaube ich, noch nicht gemeldet. So. Okay. Mal gucken, was Schalke dazu sagt. Und ansonsten machen wir weiter. 5 Tage haben wir noch. Und wieder eine Nachricht im Büro, das gibt's doch gar nicht. Borini, Raheem Sterling, tut mir leid, Everton, den kriegt er nicht. Der ist zu gut. Der ist hier auch sehr glücklich.
Tut mir leid. Balotelli. Ach, der ist unglücklich. Der ist auch noch unglücklich. Spielt immer. Wie viel denn? Okay, Dortmund, wenn ihr denn wirklich haben wollt, dann müsst ihr schon so 40 Millionen an Liverpool überweisen. 40 Millionen Pfund natürlich. Und ansonsten gucken wir mal. Aber ist klar, Dortmund braucht auch einen neuen Stürmer. Na gut, die haben jetzt Kevin Campbell, aber natürlich nicht in FIFA. Tja. 25 ist immer noch zu wenig. Gegenangebot. Machen wir mal 35. Boah, das ist ja wirklich nur Transfers hier. Aber ich will wissen, was aus Goretzka wird, der kommen will. Und was? Wir haben Angebot akzeptiert. Das sieht doch gut aus. Und wir spielen gar nicht gegen Sunderland. Aber ich will irgendwas. Das Spiel wird wahrscheinlich verschoben. Wir spielen jetzt gegen Crystal Palace im Pokal. Okay, sorry dafür, aber okay. Von Schalke haben wir auch nochmal ein Angebot. Akzeptiert wird das. Okay, Goretzka. Was kriegst du denn bei Schalke im Moment? 40.000 will der nette Herr. Nicht gerade wenig. Kriegt er 50.000. Komm, den wollen wir ja halten. Für 4 Jahre Rolle im Kader. Na doch, der wird doch schon ein wichtiger Stammspieler sein. Okay, und dann mal gucken, ob er annimmt. Oder nicht. Okay, nee, der interessiert mich nicht mehr, der Rodriguez. Wir machen weiter und ich habe gar nicht notiert, dass das Spiel gegen Sunderland verschoben wurde. Dortmund Transferangebot. Ach. Aber da müssen wir natürlich auch wieder reagieren und einkaufen. Das ist gar nicht so leicht manchmal, FIFA, also. Bruini, Mann, ich habe halt echt keinen Bock mehr. Tut mir leid, den kriegt er nicht. Keiner kriegt ihn. Das müsst ihr doch mal jetzt gehört haben. Er ist unverkäuflich. Mann, ich sag das jeden Tag hier. Zig Medienvertretern aus allen möglichen Ländern und trotzdem kommen immer noch Angebote. Tut mir leid. Warum wollen die? Die wollen alle unsere Stürmer wegkaufen. Die denken auch so. Na, Liverpool, die sind uns zu gut. Da kaufen wir mal lieber schön die Stürmer weg. Tut mir leid, Barcelona. Geht nicht. Ach, ist das schön. Und mal so eine Transferfolge. United, tut mir leid. Wobei 14 Millionen Pfund sind schon nicht schlecht. Und Borini wieder. Wie viel denn noch? Ihr kriegt meine Stürmer nicht. Und Dortmund mal wieder. Dreißig, letztes Angebot. Weiter runter gehe ich nicht. Dortmund, komm. Und ansonsten können wir jetzt hoffentlich gegen Crystal Palace spielen. Jetzt am Sonntag. Also kommt die Folge auch erst am Sonntag. Okay, das muss ich dann auch noch alles auf Facebook ankündigen. Das habe ich dann alles total verpeilt irgendwie. Leon Goretzka ist jetzt ein Spieler vom FC Liverpool. Okay. Bestätigen. Neuverpflichtung. Okay.
Dann gucke ich hier aber nochmal hier die Aufstellung und vor allem Goretzka, welche Nummer der dann jetzt hat. Weiß gar nicht, wo ändern wir das denn? Hier. Taktikvorlagen wohl nicht. Hier, Trikotnummern steht da ganz groß und ich achte da nicht drauf. Goretzka 7. Okay, das ist auch in Ordnung. 7 kann er ruhig haben. Und ansonsten würde ich sagen, sitzt er auf der Bank. Alan, du musst dann leider runter von der Bank, denn wir haben jetzt einen Leon Goretzka. Und ansonsten lasse ich das so. Wobei, ja, Balotelli, der ist unglücklich, aber er soll nochmal spielen. Aber der will nach einem halben Jahr schon weg, irgendwie auch unverschämt. Jedenfalls spielen wir jetzt endlich nach, ich weiß nicht, wie viel es bei euch sind, aber bei mir sind es gerade 12 Minuten Aufnahmezeit gegen Crystal Palace im FA Cup. Los geht's. So, und da es auch endlich mal wieder ein Pokalspiel ist, spielen wir auch nicht in diesen Trikots hier. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob ich die Folge nicht cutten soll. Und jetzt einfach hieraus nur eine Transferfolge machen soll. Ich glaube, das mache ich sogar, weil dann kommen zwei FIFA-Folgen und das ist ja auch nicht so schlecht. Oder soll ich jetzt King Crystal Palace noch spielen? Komm, doch, das machen wir noch. Wir spielen noch gegen Crystal Palace. Die im Auswärtstrikot antreten, genau. Ian Lovecraft ist der Schiedsrichter. Los geht's. Heimspiel ist das, glaube ich. Und endlich, wie gesagt, nach 13 Minuten kann es dann jetzt endlich losgehen. Balotelli will unbedingt weg. Hier aber nochmal, vielleicht zum letzten Mal, wer weiß. Wenn Dortmund das Angebot erhöht, nehme ich es natürlich an. Vielleicht zum letzten Mal hier bei so einer Skill-Übung. Oder wie man die auch immer nennt. Okay, los geht's. Liverpool. FA Cup. Liverpool gegen Crystal Palace. Denen es ja auch im Moment nicht so gut geht. Also, die waren auch schon mal besser. Vor allem letztes Jahr als Aufsteiger haben die ja überrascht. Dieses Jahr kämpfen sie ja auch so um den Klassenerhalt. Oh, warum ist das hier so laut? So. Okay, da sehen wir nochmal. Balotelli hat keinen Bock mehr auf Liverpool, will wechseln. Hier sehen wir ihn aber nochmal. Borini ist ja glücklich. Viele Vereine wollen ihn aber. Nur keiner kriegt ihn. Okay. Julian Speroni, Torwart und Kapitän von Crystal Palace. Nochmal eingeblendet, keine Ahnung warum. Und ansonsten, wer ist das? Und wir fangen an mit Leon Goretzka auf der Ersatzbank. Ein weiterer Deutscher nun bei Liverpool. Nach Gisela Zweite ist das, glaube ich. Und Balotelli gibt hier richtig Gas, obwohl er unzufrieden ist. Das finde ich doch mal eine ne nette Geste. Und hier auch fast mit dem 1-0. Aber auch nur fast. Das gibt Abstoß. Schade. Nochmal gut durchgesetzt, aber auch gut gehalten von Julian Speroni. Schade auf jeden Fall. Aber finde ich gut, dass er nochmal so richtig Gas gibt. Vielleicht für seinen Ex-Club. Der Mario Balotelli. Nur wen soll ich dann holen? Schreibt doch mal ruhig in die Kommentare, welchen Spieler ich, oder welchen Stürmer vor allem ich mir dann holen soll. Ich habe da wirklich keine Ahnung, wen es da gerade so kostengünstig am besten gibt. Und da direkt die erste gelbe Karte in diesem Spiel, die an Gerald Wood verteilt wird, schon nach 4 Minuten. Und ja, wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Stürmer wir uns holen könnten. Ich weiß nicht, Podolski, wollen wir uns den holen? In FIFA ist er ja wohl noch nicht bei. In Italien. Aber, nee, Podolski, ganz ehrlich, Entschuldigung, aber der taucht nicht, finde ich. Wären wir jetzt FC Köln, wenn wir jetzt eine Karriere mit Köln machen, dann könnten wir uns ihn holen. Der ist ja ein
Richtig eingefleischter Kölner. Der Podolski. Aber jetzt für Liverpool, nee. Rooney, aber Rooney ist mir auch schon zu alt und ich weiß nicht, ob der wirklich da jetzt aus Manchester weg will, wo er Kapitän ist und alles. Er hat ja mal überlegt vor einem Jahr, ob er wechseln will, aber jetzt ist er wieder in Ordnung. So, schneller Fußball. Und jetzt muss da aber auch einer in der Mitte sein. Da ist einer, Balotelli war's. Aber kein vernünftiger Kopfball. Flanke, so ein bisschen missglückt. Mann. Wir sind überlegen in den ersten Minuten, nur wir müssen jetzt unser Tor machen. Denn das ist ein Pokalspiel und ich will nicht in die Verlängerung. Schon gar nicht ins Elfmeterschießen. Jetzt machen die wahrscheinlich so ein Tor aus dem Nichts. Aber doch noch nicht. Aber wen könnten wir uns noch holen als Stürmer so? Marco Reus. Nee. Nee, wen gibt's denn da noch? Coutinho. Frei vor dem Tor. Der Ball muss drin sein, aber auf den Torwart wieder geschossen. Deswegen kein Problem für Julian Speroni. Im Tor von Crystal Palace. Das ist doch jetzt wohl ein Scherz. Schiedsrichter, was ist da los? Nee, das ist doch niemals ein Foul gewesen. Das war doch niemals ein Foul. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier. Man hat es nicht eindeutig gesehen, aber ich würde sagen, kein Elfmeter. Also, der Schiedsrichter ist kein echter Engländer und deswegen pfeift er auch so komisch und nicht so vernünftig wie die anderen englischen Schiedsrichter. Ich gehe links hin. Ja, geht doch. Joe Hart hat Elfmeter gehalten. Geht doch. Nochmal die Wiederholung. Schön irritiert. Erst nach links von Joe Hart ausgegangen und dann doch in die rechte Ecke gesprungen. So macht man das. Das hat der Schiedsrichter davon. Kann er uns doch nicht so einfach betrügen, obwohl es jetzt 1-0 für Crystal Palace steht. Und das total doof. Da hätten wir vielleicht mit Joe Hart rauskommen müssen. Aber das gucken wir uns nochmal an. Das ist unglaublich. Die haben eine Chance. Beziehungsweise ihr zweiter Torschuss jetzt. Und die machen ein Tor. Joe Hart steht ja einfach nur schlecht. Muss man sagen. Erst geht er aus dem Tor raus. Und dann macht er keine Ahnung was. Naja, 26 Minuten Spiel. Wir müssen jetzt zwei Tore schießen. Und Balotelli liegt verletzt am Boden. Ey! Ziemlich aggressives Spiel jetzt. Nächste gelbe Karte. Hätte man auch rot geben können, Schiedsrichter. Also wenn man so kleinlich pfeift, kann man da wirklich über eine rote Karte nachdenken. Hier nochmal die Wiederholung. Ja, das ist glatt rot. Nein. Oh, ganz schlecht die Flanke. Ich muss mich wieder konzentrieren. Schön. Jetzt aber, Mann, jetzt habe ich mir den Ball zu weit vorgelegt. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben so viele Chancen, sind so oft frei vor dem Tor. Jetzt zum dritten Mal bestimmt. Und wieder kein Tor. Jetzt aber. Mann, der hält auch alles. Der hält alles. Das war wahrscheinlich, weil er eingeblendet wurde zu Beginn des Spiels. Da wurden wir schon vorgewarnt, dass er heute gut drauf ist.
Das gefällt mir gar nicht. 38 Minuten gespielt. Und nichts dabei herumgekommen bis jetzt. Wir hatten zwar ein paar Torchancen, aber eben noch kein Tor. Und jetzt kann man wieder gelb geben. Boah, die sind fies. Die Spieler von Crystal Palace. So, vielleicht klappt es ja jetzt mal mit einem Freistoßtor. Ah, oh, knapp. Pfosten. Mann, 42 Minuten gespielt. Hier nochmal das Gegentor, was wirklich total doof war. Überlege ich mal, die führen jetzt gegen uns. Aber so ist der Pokal. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man ja immer so schön. Und jetzt kommen die schon wieder so vor unser Tor, wieder mit so einer Flanke. Spekulieren jetzt darauf, dass Hart seine Fehler macht. Komm, Balotelli. Wieder ein Foul. Mann, das gibt's doch gar nicht. 5 Minuten gibt's Nachspielzeit. Nächste gute Chance, ein Freistoßtor zu machen. Das müsste Ecke geben. Mann, ist das spannend, ey. Wie gesagt, noch nichts dabei herumgekommen. Gute Chancen, aber die Tore fehlen noch. Die sollen im zweiten Durchgang wohl fallen. Crystal Palace führt 1-0, total unverdient eigentlich. Aber so ist Fußball. Und komm, jetzt wechseln wir Leon Goretzka ein. Wobei der rechtes Mittelfeld ist und dann für Coutinho kommen müsste. Das können wir aber sofort ändern. Da müssen wir einmal nur hier, dann wieder hier klicken. Hier und Mann. Hier und hier. So. Okay. Debüt von Leon Goretzka am Trikot. Nicht vom FC Schalke, sondern vom FC Liverpool. Die Vereinsfarben haben sich geändert. Am Anfang war es blau-weiß in Bochum. Dann wieder blau-weiß und da liegt Balotelli schon wieder am Boden. Die sind echt unfair. So, das geht gar nicht, was die hier machen. Jetzt womöglich... Ja, da pfeift er dann direkt. Aber das war jetzt auch ein Foul. Das ist in Ordnung. Und das ist unglaublich. Und dann gibt er direkt rot. Was ist das denn für ein Schiedsrichter? Dann gibt er direkt rot, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich gehe in die gleiche Ecke. Komm, Joe Hart. Oder? Ja, komm. Mann, ist er mittig gekommen? Ich habe gar nicht mehr so genau drauf geachtet, aber ich glaube schon. Und das ist natürlich ganz bitter. 2-0 zurückliegen. 2-0 zurückzuliegen nach 50 Minuten. Und das wird jetzt verdammt schwer mit 10 Spielern hier noch zu gewinnen. Der kam mittig und durch die Beine von Joe Hart. Das ist ärgerlich. Das ist total ärgerlich. Und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal 2 Tore schießen. Mann! Aber ich hätte nicht so faulen dürfen. Weil der Schiedsrichter, der ist wirklich eigenartig heute. Aber hatten wir das nicht schon mal so gegen Crystal Palace, dass wir dann am Ende da 3-2 gewonnen haben? Also das ist wirklich unser Angstgegner, muss man sagen. Keine Ahnung warum. Aber gegen die tun wir uns verdammt schwer. Komm Sterling, jetzt geh durch. Mach es. Mann, heute will uns aber auch nichts gelingen. Das ist unglaublich. Was ist denn da los? Mann. Ärgert mich das jetzt. So dumme Gegentore mal wieder.
Und dann kommt so ein Pass nicht an. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich einen Stürmer rausnehmen. Das kann ich aber nicht. Nicht bei diesem Spielstand. Dann kommt so ein Pass nicht an. Komm, Goretzka. 60 Minuten gespielt. Jetzt rennt die Zeit aber wieder. Das ist unglaublich. Glenn Johnson. Schön gemacht. Er ist Abwehrspieler, muss man dazu sagen. Mann, das Spiel, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter geht's. Einer von euch muss den Ball nehmen, Jungs. Und jetzt machen die natürlich hinten nicht, aber das ist klar. Jetzt kommen wir da ganz schwer durch. Ich glaube, wir verlieren heute das erste Mal, wie es aussieht. 64 Minuten gespielt und der Ball bleibt weiterhin im Spiel. Sterling kommt auch nicht richtig durch. Das ist wie verhext. Die haben sich auf Sterling eingestellt. Anders kann man das nicht sagen. Und unsere Fans sind auch... Jetzt kommen sie erst. Jetzt rufen sie so ein bisschen rein. Aber vorher auch keine Fangesänge. Das ist richtig spannend. Schon wieder 10 Minuten um. Und wieder Crystal Palace vor unserem Tor. Mann! Das ist so ein dummes Spiel im Moment. Wir müssen den Code knacken. Von Crystal Palace. Der Ball muss nach vorne. Und da ist das 2:1. Und jetzt wird es nochmal spannend. Das 2:1, Mario Balotelli macht es. Und geht doch. Jetzt weitermachen, weitermachen. Noch ist nichts verloren. Mann, das wird jetzt richtig spannend, die letzten 10 Minuten dieses Spiels. Wir müssen irgendwie an den Ball kommen und den Ball dann nach vorne tragen. Steven Gerrard. Jetzt können wir kontern. Jetzt müssen wir es aber auch schlau ausspielen. Und nicht so. Ja, 2:2, das ist unglaublich, dieses Spiel. Innerhalb von, ja, gedreht ist es noch nicht, aber wir haben es fast gedreht und das innerhalb von 5 Minuten. Schönes Tor, richtig schön. Fabio Borini, erstes Tor für ihn im FA Cup. Und das ist eine richtig spannende Folge heute. Aber das muss es ja auch mal geben. Jetzt gab es länger kein FIFA mehr. Verhältnismäßig länger kein FIFA. Und deswegen ist es jetzt auch ruhig berechtigt, dass es jetzt endlich mal ein bisschen spannender wird. Jetzt müssen wir den Ball irgendwie nach vorne kriegen. Und am besten natürlich... So, jetzt gib mal rot. Jetzt gib mal rot, du Schiedsrichter. Ja, macht er. Da seht er... Da oben seht er schon. Schön. Kann man ruhig mal klatschen. Das ist ein Spiel. Ja, nochmal das Foul. Hart hat ihn, oder beziehungsweise knallt ihn weg. Goretzka war das, glaube ich. Das war ein dummer Pass. Hart hat ihn. Der Pass war schlecht durchdacht. Abseits, oder?
Ja, abseits. Boah, das Spiel geht ja wirklich nur noch mit langen Bällen. Kick and Rush, Konterfußball. Ah, der Balotelli wäre im Abseits gewesen, glaube ich. 5 Minuten Nachspielzeit. Das riecht nach Verlängerung. Oder? Oder nicht? 3:2. Wir drehen das Spiel innerhalb von einer Viertelstunde. Überlegt euch das mal. Unglaublich. Wieder ein 3:2-Sieg. Wie es aussieht gegen Crystal Palace. Wieder Borini. Das ist ein Spiel, das bisher spannendste Spiel, was wir je hatten. Das sag ich so und das ist auch so. Würde ich mal behaupten. Und die Fans sind natürlich auch wieder da. Und Crystal Palace, sie haben 2-0 geführt. Haben 2 Elfmeter bekommen. Einer war drin, der andere nicht. Dann haben wir eine lange Zeit in Unterzahl gespielt. Kamen dann zurück, haben 2 Tore gemacht. Dann eine rote Karte von Crystal Palace. Und dann das 3:2 von Borini. Goretzka war jetzt nicht so auffällig, aber das war eben Arbeitssieg. Muss man so sagen, ich habe jetzt auch nicht gewechselt, das war einfach zu spannend, um irgendwie zu wechseln. Joe Hart, naja, hat einen Elfmeter gehalten, war dann aber auch beim Gegentor, hätte er den Ball vielleicht doch halten können. Aber naja, wir haben gewonnen, sind eine Runde weiter im FA Cup. Und das ist einfach nur gut. Ich freue mich. Und ansonsten, die Top-Clubs sind gar nicht mehr drin, wie es aussieht. Na doch, United noch. Das dann aber auch schon wieder am nächsten Dienstag, meine lieben Freunde. Eine Pressekonferenz haben wir vor uns und ansonsten gucken wir hier nochmal im Büro. Viel zu tun. Pressekonferenz. Ja, machen wir noch. Rodriguez, ja gut, den brauchen wir eh nicht mehr. Raheem Sterling, geänderter Spieltermin. Sunderland ist jetzt am 3. Februar erst. Ansonsten ist Lovren verletzt. Was wollte ich hier? Hier wollte ich ablehnen, genau. Und ansonsten gibt es hier noch ein Angebot, das wir auch ablehnen. Das war's dann auch. Zum Glück. Okay, Pressekonferenz machen wir dann zum Beginn der nächsten Folge und ansonsten, oh, die müssen sich aber schnell regenerieren. Ansonsten war es das für diese Folge, danke fürs Zuschauen. Etwas länger, 34 Minuten habe ich hier jetzt stehen und wie gesagt, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis Dienstag um 20 Uhr dann auch. Tschüss.